Hi Leute, willkommen zurück hier in unserer WG. Balu schläft hier ganz friedlich im Zimmer von Alex und der wird wahrscheinlich auch bald aufstehen. Und genau dann, wo ich sage, steht er tatsächlich auf. Deswegen geht auch schon mal auf Toilette. Haben wir denn noch Frühstück im Kühlschrank? Ja, wir haben nur noch den ekligen Obstsalat. Der muss ja eigentlich nicht unbedingt sein, den Pia gemacht hat. Vielleicht finden wir da irgendwie noch was anderes. Dann kannst du noch mal duschen gehen. Sehr gut. Dann kannst du das hier vielleicht mal sauber machen. Das sieht ja nicht unbedingt schön aus. Vielleicht mal den Müll schon mal rausbringen. Kann man eigentlich Tieren Merkmale abtrainieren? Also er zum Beispiel ist ja jetzt aggressiv. Können wir ihm das abtrainieren? In Sims 3 geht das ja. Ich weiß nicht, ob man so vorgefertigte Merkmale auch abtrainieren kann. Sowas wie aggressiv zum Beispiel. Ob ich ihm da halt Maßregeln kann dafür. Oder ob man. Also ob er dann das Merkmal auch verliert und sowas in der Richtung. Kannst du eigentlich kochen, Alex? Naja, so ein bisschen. Aber auch nicht wirklich gut. Dann würde ich eigentlich lieber vorschlagen, dass Pia, nicht Pia, Arani das Frühstück macht. Dann kannst du ja mal das anziehen. Und dann machst du mal hier lieber Frühstück. Was könnten wir denn Schönes machen? Ich fände das cooler, wenn das hier nach Essensart sortiert wäre. Also nach Frühstück, Mittagessen, Abendessen und sowas. Und ich meine, ich könnte auch einfach auf Frühstück servieren klicken, aber dann kann ich nicht auswählen, welche Portionsgröße das hat. Und das würde ich eigentlich schon gern. Wo rennst du hin? Okay. In Aranis Zimmer. Ja, die ganzen Custom-Content-Betten sind leider irgendwie alle ohne Objekt. Ich weiß halt gar nicht. Also die sind halt quasi durchgängig un. Oh, ich weiß gerade gar nicht. Da wirken die physikalischen Regeln nicht. So, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Da wirkt das, wo ein Objekt ist, kann kein zweites sein, nicht. Hab gerade keine Ahnung, wie man das nennt, aber auf jeden Fall, da können halt die Sims durchgängig drinstehen. Das ist ein bisschen doof. Andererseits mag ich aber auch die Custom-Content-Betten, deswegen. Biet dir mal deine Freundschaft an. Ich glaube, Alex hat ja noch gar nicht so wirklich mit ihm interagiert bisher. Deswegen wäre das schon ganz gut, wenn ihr beiden euch ein bisschen anfreundet. Ich kann ja noch ein bisschen spielen. So zum Frühstück. Und dann kannst du dir auch noch ein Gericht nehmen. Und du kannst bitte erstmal abwarten, bis Alex auch was isst, okay? Kannst du bitte abwarten, Arani? Danke. Kannst du da noch mal eine Portion nehmen, vielleicht? Kannst du dich hier hinsetzen? Nein. So. Setzt du dich hier hin? Na, no. Ist das knuffig? Na. Das ist schon ziemlich süß. Ich möchte eigentlich mal, dass sie einfach zusammenreden und essen und so. Oder wartet mal, könnt ihr nicht erst, ich glaube, bevor ihr das macht, lieber erstmal so. Ich glaube, die werden doch bestimmt eh aufstehen und bla und ja, das war so klar. Ich hasse das, dass das Sims mittlerweile machen seit dem letzten Patch, dass die immer, wenn die, weiß ich nicht, wenn sie sich vorher noch nicht gesehen haben, seit dem Patch oder was weiß ich, woran das liegt, dann begrüßen die sich erstmal. Im Stehen natürlich. Und das ist so albern, es ist so unnötig. Ich hasse es, ehrlich. Ich hasse das. Weil meine Sims dann immer alle schön sitzen und essen. Und dann lasse ich die halt miteinander reden, weil das halt viel sozialer und viel schöner ist, wenn die miteinander reden beim Essen. Und dann stehen die aber alle nochmal auf. Und oh Gott, ja, ich hasse es wirklich. Es gibt so viele Kleinigkeiten in diesem Spiel, die mich so annerven. Und das ist eine davon. Ich habe aber noch keine Mod dagegen gesehen. Gut, ich habe aber auch noch nicht danach geschaut. Es ist so anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, der sowas immer auffällt, aber mich nervt sowas. Wir sollten auf jeden Fall auch mal den Napf dann füllen, wenn wir hier mit Frühstück fertig sind. Und bei dir kommt die Sache mit der Arbeit. Du sollst 2 Stunden Comedy, Action oder Romantik-Kanal schauen. Okay.
und 3 Sims den Treffpunkt empfehlen. Das können wir machen. Wir wollten aber heute auf jeden Fall in den Hundepark gehen. Und sowohl Alex als auch Pia haben das Wochenende über frei, haben auch nichts mehr, was sie machen müssen. Nur Arani muss jetzt quasi bis zum Ende des Tages noch was machen, aber das können wir auch später noch erledigen. Deswegen würde ich, glaube ich, Alex sogar zum Hundepark schicken, weil Pia schläft eh noch ein bisschen. Oh, sage ich und sie steht auf. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich was sage, macht ihr das Gegenteil. Oder beziehungsweise ihr reagiert voll auf das, was ich hier so erzähle. So, dann kannst du ja vielleicht mal, obwohl Frühstück weglegen bringt eigentlich nicht viel, weil da wird Pia bestimmt gleich noch was von essen wollen. Dann kannst du hier mal sauber machen. Du kannst das dann aufräumen. Und na, Balu liegt da rum. Ah ja, vielleicht kannst du dann hier auch noch mal die Schüssel füllen. Okay, er räumt schön auf. Gut, kann er gerade nicht, weil sie davor steht. Dann warten wir noch mal kurz, bis Arani fertig ist. So, jetzt kannst du es wegräumen. Und dann packen wir das eigentlich auch mal weg, weil dann würde ich gern hier gemeinsam mit Balu zum Hundepark gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort in Brindleton Bay im Hundepark. Da sind wir im Welpenpark, auch wenn unser kleiner Balu eigentlich kein Welpe mehr ist. Aber ich würde mal sagen, wir leihen ihn mal an, denn er scheint auf Toilette gehen zu müssen. Würdest du mal bitte meinen Hund in Ruhe lassen? Geh weg. Wir können ihn aber jetzt auch zum Beispiel nicht dafür ausschimpfen, ne? Dass er gerade so aggressiv war. Das, ja, keine Ahnung. Mach dann mal einen kurzen Spaziergang mit ihm. Ja, du könntest vielleicht mal in der Zeit ein bisschen Klavier lernen, weil wir müssen ja noch hinbekommen, dass sie... Oh, das ging schnell. Wir müssen ja noch hinbekommen, dass sie da eine bessere Fähigkeit bekommt, um da auch Songs schreiben zu können. Und du, genau, du möchtest Logik verbessern. Kannst du das denn machen? Nee. Sag mal, würdet ihr vielleicht halt auch einfach mal alle von meinem Hund weggehen? Ich meine, es ist nicht nett. Ja, es ist okay. Es ist nicht nett, dass der so aggressiv reagiert, aber ihr sollt ihn halt auch eigentlich auch alle nicht ansprechen. Geh doch einfach mal bitte weiter, Alex. Danke. Ich würde gern vermeiden, dass sie alle meinem Hund so auf den Keks gehen. Vielleicht ist er da so eingestellt wie ich und sagt ihnen einfach so, hau ab. Ich will hier mit meinem Freund Alex spazieren gehen und nicht von dir belästigt werden. Das ist halt echt nervig. Dann können wir ja vielleicht mal ein bisschen joggen gehen. Ah, oh, da freut er sich schon voll. Los geht's, ihr beiden. Hallo, jetzt. Danke. Ich bin immer so ungeduldig in Sims. Ich bin wirklich ungeduldig. Na, no, da läuft ein Kleinkind rum. Wer bist du? Max. Okay, Klein Max. Hi. Hallo. Und hier sind noch ein paar Tiere, oder zumindest er ist dort. Auch ein hübscher Hund. Ich dachte jetzt schon, das war's schon mit dem Joggen. Ja, schon ein bisschen wenig gejoggen, ne? Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr dann auch gerne mal hergehen. Wow, da stehen ja eine ganze Menge Leute bei diesem Schachspiel. Ist das so spannend hier, oder was? Naja, ich weiß ja nicht. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal gern hierhin joggen. Das Doodle. Oh, Doodle ist ja auch knuffig. Ich meine, die sind alle knuffig hier. Dann warten wir mal auf Alex. Wer bist du? Warte, wie heißt du? Nobuya, okay. Und dann leihen wir mal kurz ab und können dann hier den Hindernisparcours durchlaufen. Mal schauen, wie gut Balu da ist. Guck mal, wir haben hier Blau und Balu.
Schauen wir mal, wie gut er ist. Okay. Oh, er hat Angst davor. Dann geh mal da durch. Schafft er das? Ja, da kommt er auf der anderen Seite wieder raus. Sehr gut. Dann da hoch. Ich finde das halt... Okay, es hat auch Angst davor. Aber es ist halt so ein bisschen komisch, dass sie halt sofort wissen, was sie tun müssen. So, er hat Angst davor, okay. Aber, weiß ich nicht, wenn er keine Angst davor hat, dann gehen die da halt einfach direkt im Slalom durch. Ich würde halt eher sagen, sie, weiß ich nicht, dran vorbeigehen oder... Weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen komisch gemacht, dass sie direkt wissen, dass die Tiere direkt wissen, was sie tun müssen. Normalerweise würde ich ja sagen, dass sie es nicht wissen und deswegen dann halt den Parcours nicht schaffen. Das ist halt schon ein bisschen komisch. Drei Fehler, 38 Minuten, ja, ja. Bevor dir der Hund wegrennt, interagier mal bitte mit ihm, danke. Sollst du ihm nicht erst ein Leckerchen geben? Toll. Kannst du ihm bitte mal das Leckerchen geben, was er sich verdient hat? Danke. Und dann kannst du ihm Sitz beibringen. Sehr schön. So, genau. Sie soll den Kanal schauen und dann kann sie drei Sims und Treffpunkt empfehlen. Ich meine, ich könnte sie auch mit dir herschicken, aber ja, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Da sind so ein paar Kinder, die spielen. Schon cool, was man hier alles machen kann. Oh, ein kleines Kätzchen. Oh mein Gott. Ist das süß. Ein winziges Kätzchen. Einfach so. Oh Gott, wie tapsig das auch rumläuft. Wartet mal. Wie tapsig das rumläuft. Guckt mal. Oh. Da. Da ist es. Oh, ist das süß. Ist das knuffelig? Oh. Ist das süß? Das tapst einfach die ganze Zeit rum. Hallo, da tapst auch noch ein Kleinkind rum. Die haben sich kurz mit Blicken begrüßt. Oh. Und da ist noch ein Kleinkind. Hallo. Oh, und noch eins. Was so? Das ist eine richtige Kleinkind-Invasion hier. Ich habe eine Mod drin, mit der Kleinkinder auch in Parks kommen. Aber ich wusste nicht, dass das so viele sind. Da muss ich die Mod vielleicht wieder rausnehmen, weil das ist doch ein bisschen unrealistisch. Oh, jetzt sind Kinder in der Nähe. Das ist natürlich ungünstig für ihn. So, und er hat den Befehl Sitz gelernt. Sehr schön. Vielleicht können wir ihn dann nachher mal auf die Jagd schicken. Was er da so macht. Wen haben wir denn hier so? Können wir mit irgendjemandem sprechen, der erwachsen ist und der nicht total bescheuert aussieht? Wir haben einen Gärtner, wir haben einen Obdachlosen, wir haben hier ein paar Leute. Gefällt mir alles nicht so. Ich glaube, jetzt sind hier weniger Erwachsene, weil hier mehr Kleinkinder sind. Das ist natürlich auch ungünstig. Ich kann jetzt ja mal einen Kaffee kaufen. So, dann schauen wir mal, was Baloo so macht. Willst du jetzt eine Pflanze jagen? Nein, er sucht weiter. Oh, da hat er scheinbar was. Oh Gott, jetzt ist er dreckig. Dann sollten wir ihn auf jeden Fall sauber machen, wenn wir nach Hause kommen. Aber er hat was gefunden. Oh! Oh, wie süß. Er hat ein Geschenk. Und ich glaube, das bringt er gerade zu Alex, oder? So wie das aussieht. No. Das ist sehr knuffelig. Rennt er jetzt weiter und guckt noch nach mehr Sachen? Das ist ja so super süß. Hey, du sollst da positiv drauf reagieren. Öffnest du das jetzt auch? Ja, sehr gut. Und ein Feueropa. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Baloo. Setz dich da mal hin. Guck mal, ob er noch mehr findet.
70 Simoleons. Nicht schlecht, ey. Hast du noch mehr gefunden? Nein? Meinst du, in dem Mülleimer ist was? Hm, könnte natürlich sein. Aber ob sich das lohnt? Er pieselt nochmal. Okay. Muss der so oft pieseln? Wir waren doch eben erst mit ihm. Jetzt kackt er auch mitten auf den Weg. Ich fände es auch schön, wenn sie da eine Animation eingefügt hätten, dass man das Häufchen einsammeln kann. Ey, noch mehr Kleinkinder. Das ist unnormal. Ich nehme die Mod echt wieder raus. Das ist ja überhaupt nicht schön. Finde ich ein bisschen... Finde ich auch ein bisschen schade. Also es sind so viele Möglichkeiten, die sie da nicht genutzt haben. Dass sie da zum Beispiel das mit dem Hundehäufchen einsammeln nicht gemacht haben. Weil das würde ich jetzt eigentlich theoretisch machen. Aber ich weiß, man kann die halt nur hochheben und dann hat man sie im Inventar. Ich hätte das viel cooler gefunden, wenn man da dann, wenn man da dann so mit einer Tüte das machen würde. Oh Gott. Vertreibt erstmal die ganzen Vögel. Oh, aber hier unten, das ist auch voll schön, oder? Mit dem Fluss. Hast du gerade ein Tier erlegt? Was hast du getan? Da sind Knochen. Da sind doch Knochen dabei. Guckt euch das mal an. Das ist doch eindeutig ein Knochen da oben. Er hat einen Vogel erlegt. Er ist doch ein Hund und keine Katze. Alex, wo bist du? Willst du vielleicht mal hier hinjoggen? Weil ich glaube, dann ist er wenigstens ein bisschen schneller. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ach, da ist er. Hä, er war ja auf Toilette. Und dann kannst du das mal öffnen und gucken, was Paluda gefunden hat. Ist die ganze Zeit auf Jagd, ey. Wir sollten ihn danach mal herbeirufen. Er rennt durch die ganzen Vögel durch. Wir haben auf jeden Fall ein paar Federn gefunden. Ja, dann ruf ihn mal herbei. Der flitzt hier durch die Gegend und scheucht die ganzen Tierchen auf. Das ist ja unfassbar, ey. Ich würde halt echt mal sagen, wir gehen mit ihm wieder zurück nach Hause. Wenn ich ihn mal anwählen könnte. Ach, jetzt ist er ja da. Anleihen. Leihen wir ihn mal an und dann gehen wir nach Hause. Ja, ja, er stinkt. Ich würde mal sagen, er muss schon wieder... Sag mal, das ist doch verbuggt, oder? Dass der alle 5 Minuten... Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass der alle 5 Minuten aufs Töpfchen geht. Also, was heißt aufs Töpfchen gehen muss, aber pieseln muss? Das ist doch nicht normal. Jetzt mal ernsthaft. 2-3 Mal am Tag, okay, aber doch nicht alle 5 Minuten. Wir gehen auf jeden Fall wieder mit ihm nach Hause und dann sehen wir uns wieder zurück in unserem Apartment. Tada! So. Pia will um 7 Uhr abends Pfannkuchen essen. Richtig klug von dir. Lass das. Du kannst hier mal auf Toilette gehen und dann kannst du ja mal was kochen. Wie wäre es mit Ramen? Eine Familiengröße. Und du hast ihn hier angeleint. Könnt ihr denn zusammen hierher gehen? Das würde mich halt mal interessieren. Kann er mit ihm hingehen, obwohl ich die Tür abgeschlossen habe? Ja, ne? Kannst du. Sehr gut. Dann können wir vielleicht mal ihn streicheln. Muss er immer noch wieder aufs Töpfchen gehen? Nein, muss er nicht. Ich sag vor allem immer aufs Töpfchen gehen. Ne? Warte mal, was musstest du für Kanäle gucken? Action, Comedy, Romantik. Dann schau mal den Romantik-Kanal an, weil das ja eigentlich eher so dein Fall ist. Würde ich mal behaupten. Das hast du quasi auch nur so halb abgespült, bevor wir los sind. Alles klar. So, sie ist fertig. Dann können wir mal Baloo baden. Komm. Baloo baden, bitte. Donko. Wow. Wie durchtrainiert sie aussieht, ey. Geht ihr dann mal, ihr beiden? Hä, als ob man da nicht hingehen kann. Natürlich kannst du da hingehen. Guck doch mal, du kannst da hingehen, Junge. Sagt jetzt bitte, dass ihr da hingehen könnt, ja?
Ich habe hier so, schon Sims in diesem Apartment baden sehen. Das ist auch Schwachsinn. Als ob man da drin nicht baden könnte. Ich pack die Sachen mal weg. Aber natürlich sollte man da drin baden können. Stell dich mal nicht so an. Alex, los. So, jetzt hat er Angst vorm Herd. Schön. Wenn du schon baden wärst, dann hätte er diese Angst nie entwickelt. Das ist dir schon klar, ne? Du sollst dich an den Tisch setzen, Pia. Gegessen wird am Tisch. Das fand ich auch so schön. Ich fand das anfangs so toll bei Sims 4, dass man, auswählen konnte, wo die Sims sitzen. Bis sie dann plötzlich angefangen haben, sich trotzdem dahin zu setzen, wo sie wollen. Und dann halt erst nach einer Weile realisiert haben, dass man sie woanders hinsetzen will. Wow, ich mache nur einen Screenshot und das Spiel hängt für 10 Sekunden. Das ist ja schon ganz schön krass. Ich weiß, ich beschwere mich die ganze Zeit, aber ich weiß halt auch nicht, was ich da anders machen soll. Es ist halt einfach so, dass mich das Spiel dazu bringt, dass ich mich beschwere, indem es so viele dumme Sachen hat. Aber gleichzeitig mag ich es halt auch so. Und ich sage ja auch die ganze Zeit, oh, und alles und bla. Also, ne? Aber es muss halt beides sein bei mir, weil es halt Dinge gibt, die ich super toll finde und es gibt Dinge, die mich richtig annerven in diesem Spiel. Und wenn ich halt die ganze Zeit laber, was in einem Let's Play ja normal ist, dann hört ihr das halt auch die ganze Zeit. Gut, können wir ihn vielleicht danach nochmal ein bisschen bürsten? Frisch gebadet, kann er vielleicht noch ein bisschen gebürstet werden. Wie sieht's bei dir hier aus? Hast schon mal eine Stunde ferngesehen? Sehr schön. Dass man dafür bezahlt wird, fernzusehen, oder? Oh! Na, wie knuffig. Kannst du dich bitte wieder hinsetzen? Du sollst nämlich essen, Mädel. Danke. Ist das wieder schlecht? Oh, die kann auch kein Essen machen. Wir sollten Pia nicht Essen machen lassen. Die kann es halt einfach nicht. Die kann es nicht. Aber so richtig nicht. Und er muss schon wieder. Ey, der muss. Alle 5 Minuten muss der spazieren gehen. Das ist ja der Wahnsinn. Dann geh mit ihm nochmal. Das ist ja echt bescheuert. Ich will aber halt auch nicht, dass er in die Wohnung macht. Oder dass ich ihn immer draußen ra rumlaufen lasse. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. So, du möchtest ein Buch lesen? Dann lassen wir sie doch mal ein Buch lesen. Wie wär's mit Ungebändigter Verrat am Herzen? Nee. Lukas Dark und immer wahrscheinlicher werdende Reihe von Zufällen. Das ist doch mal ein gutes Buch. Dann kannst du vielleicht da sitzen. Was ist hier? Sie möchte mit uns in den Park gehen. Ja, da gehen wir einfach mit Balu zusammen hin, weil wir müssen doch eh mit ihm. Wir müssen ja eh mit ihm losgehen oder wohin gehen. Deswegen können wir einfach mal ihn nochmal anleihen und dann, ne, nochmal spazieren gehen. Mit ihr gemeinsam. Fragen wir sie doch mal nach ihrem Tag. Können wir eine lustige Geschichte erzählen? Höre ich hier gerade Aliens? Weiß nicht. Klang nach Aliens. Dann machen wir doch mal einen mittleren Spaziergang mit ihm. Ich wünschte, sie könnte einfach mitkommen zum Spaziergang. Pinkelt er auch einfach so irgendwann, selbst wenn wir stehen bleiben mit ihm? Das wäre natürlich cool. Kann sie nicht einfach mit vorbeikommen oder wir. Weiß ich nicht. Können wir irgendwie zusammen dahin gehen, zum Beispiel? Das wäre doch mal ganz gut. Dann kommt sie bestimmt mit, oder? Kommt sie auch bestimmt jetzt mit runter? Ja, da kommt sie runter. Sehr gut. Dann kann sie einfach immer mitkommen, wenn wir irgendwo hingehen.
Was sollen wir machen? Spiele Monster oder suche nach Sammelobjekten? Okay. Interessant. Ist der so aggressiv drauf gerade? Schöner wie immer den Tag. Vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen von Interessen schwärmen. Was genau müssen wir machen? Ich meine, nach Sammelobjekten suchen können wir schaffen. Alter, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu bellen? Anstatt einfach dahin zu. Könnt ihr nicht irgendwie hier hingehen, hierhin joggen oder so? Ich hätte halt gern, dass du irgendwie eher eine große Runde machst. Das wäre mir halt viel lieber, wenn ihr irgendwie hier wirklich im Park rumlauft und nicht nur so hin und her. Okay, cool. Dann könnt ihr vielleicht noch hierhin joggen. Da ist einer dabei, Liegestütze zu machen. Sehr schön, Jason. Okay, jetzt machen sie immerhin einen Spaziergang. Einen ordentlichen. Das ist doch schon mal besser als vorher. Finde ich gut. Ich habe übrigens auch ein Grundstück für diesen Ort gebaut. Habe ich hier aber noch nicht platziert und habe ja auch noch kein Video zu gemacht. Anstatt dass die auf dem Fußweg laufen. Aber das kommt bestimmt auch noch. Vielleicht könnt ihr ja mal zusammen hier hingehen. Das ist eigentlich ein richtig schöner Ort. Den habe ich vorher noch nie wirklich gesehen, bevor ich hier mal mit einem meiner privaten Haushalte war. Könnte der Hund jetzt eigentlich auch mal pieseln? Ich verstehe das immer nicht. Hä, er war schon? Wann? Wann war der denn pieseln? Was habe ich denn da verpasst? Das ist so irritierend mit den Bedürfnissen. Weil als ob der jetzt schon pieseln war. Oh, hier hat auch kein Stand mehr auf. Schade. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach gleich nochmal nach Hause gehen und da essen. Das schreckliche Zeugs, was Pia hatte. Oh, das ist halt echt nicht schön, was sie da zubereitet hat. Das war wirklich nicht besonders gut. So, wie soll ich das jetzt im Park abhängen machen? Haben wir irgendein Sammelobjekt? Vielleicht erfülle ich das dann. Keine Ahnung. Hier hinten sind doch bestimmt welche, oder? Hä, nicht mal hier hinten? Was sind denn hier Sammelobjekte? Ich hätte gedacht, wenigstens hier. Oh, ist ja ganz schön krass. Da irgendwie, da auch nicht. Vielleicht hier? Poster nehmen? Geh mal dahin und hol dir mal das Poster. Ja, heute noch. Vielleicht hilft das ja. Ist das immerhin ein Sammelobjekt? Nein, okay. Vielleicht können wir ja mal hier hin joggen. Schnell, jetzt. Weil ich würde halt eigentlich schon gerne die Aufgabe erfüllen, aber das jetzt, zählt das zum im Park abhängen? Oder ich weiß nicht, was zum im Park abhängen zählt. Das hat auch nicht dazu gezählt. Geh in den Park und entspanne. Ja, bestimmt. In die Sterne gucken. Oh, er schläft hier einfach. Vielleicht hilft es ja, wenn wir in die Sterne gucken. Vielleicht ist das ja entspannend. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ist ein schöner Ort, um hier einfach mal in die Sterne zu gucken. Ich finde das auch so schön, ne? Hier der See und dann die ganzen großen Gebäude drumherum. Das haben sie schon schön gestaltet. Aber ich weiß trotzdem nicht, inwiefern er jetzt hier diese Aufgabe erfüllen soll. Haben sie toll gemacht.
tollen Tooltip dazu und sowas auch. Naja. Baloo hier einfach schläft. Dann würde ich die beiden aber mal wieder nach Hause schicken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zurück zu Hause in der WG. Und ja, dann haben wir das wohl nicht geschafft. Was soll's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.